Hallo liebe Leute, da sind wir auch schon wieder und oh mein Gott, er hat gezaubert. Auf einmal hat er wieder 4 Leben. Nein, ich habe einfach nur nicht gespeichert. Das kann ich ja nicht von auf mir sitzen lassen, das was ich letztes Mal gemacht habe mit meinem Selbstmord und alles. Oh mein Gott, aber jetzt holen wir uns definitiv den 3. Stern. Wir schaffen das. Ich weiß jetzt zum Glück, wie es geht. Mir ist es nur nicht eingefallen vorhin. Ah, gestern besser gesagt. Na toll. Ja, so, genau so geht's. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also, ja, damit ist das Let's Play beendet. Ich schaff's nicht. Nein, Scherz. Ich gehe natürlich gleich nochmal rein. Wir schaffen das. Diesmal will ich ein bisschen langsamer spielen. Ich will nicht so hektisch sein, weil anscheinend war ich letztes Mal zu hektisch. Man hat's ja gesehen. Und ja, ich denke mal, jetzt bekommen wir auf jeden Fall diesen scheiß Behindertenstern, sonst... ja, weiß ich auch nicht. Wenn ich ihn hab, dann muss ich ihn töten und jetzt... Oh mein Gott, was mache ich denn hier für Scheiße? Ich hab eine unglaublich gute Spielweise, ihr merkt schon, ne Freunde? Naja. Aber wir schaffen das. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, denn wir fliegen ins Blaue. Von den blauen Bergen kommen wir hin. Das haben wir ja schon letztes Mal gehabt. Aber jetzt schaffen wir es hoffentlich endlich mal und verkacken nicht. Ich will möglichst nicht Game Over gehen in dem gesamten Spiel. Ich will nicht. Und jetzt, ja, jetzt haben wir es hier rüber geschafft. Und bitte nicht gegen den Stein abprallen. Und bitte hoch, bitte hoch, bitte hoch. Ja, wir haben es geschafft. Oh Gott, wir haben es bis nach oben schon mal geschafft. Wir sind nicht... Ah, nein, nein, oh mein Gott. Wir wurden erdrückt. Ich will nicht knuddeln. Nicht mit dir, du fette Sau. Du nennst mich fette Sau. Ah, und jetzt kommt dieser... Ich weiß auch nicht. Und jetzt springen wir erstmal ins Wasser. Eine kleine Erfrischung und Kopf stehen. Und sprechen mit einer rosa Bombe. Hallo, rosa Bombe. Ja, geht doch. Naja, sie macht die Kanone für uns bereit. Das freut uns natürlich. Und jetzt weiß ich auch diesmal, wo ich dran springen muss, hoffe ich doch. Also, diesmal dürfte ich es hinbekommen. Und dann rein die Kanone. Und wir schießen uns jetzt genau so unterhalb des Farmmastes. Da müssen wir nämlich da unten in diese kleine Behausung reinkommen. Und natürlich schaffen wir es nicht. Nein, bitte nicht. Och nö. Na toll. Tot. Und gleich nochmal rein. Das heißt, wir müssen uns aus einem anderen Winkel da irgendwie ranschießen, aber der Ansatz war schon mal halbwegs gut. Naja, ich will in die Game Over gehen. Ich habe nur noch ein Leben. Ich bin so traurig. Ich will nicht von uns gehen. Ich bin doch noch so jung. Nein, wow. Es wäre fast schief gegangen wieder mal. Kennt man ja von mir. Ah, diesmal bitte hier sanft hoch, ein bisschen sanft. Wo kommt der? Da. So, ja, ich warte natürlich an der genau falschen Stelle ein, bitte, bitte. Och nö, Mann, ich will nicht immer unter dem Land. Ich mag den nicht. Der stinkt nach Steinarsch, wenn er sich auf mich draufsetzt. Das ist unfair. Ich mag den Geruch nicht von ihm. Und jetzt nochmal bitte eine sanfte Landung. Die war ja wirklich mal halbwegs sanft. Und wir reden. Ach ne, brauchen wir ja gar nicht, denn die Kanone ist schon offen. Und diesmal schießen wir uns bitte hoffentlich richtig da in diesem Fahnenmast. Bitte, 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 bitte. Ich bete, mein Arsch ist aus Knete. Los. Och nö, Manno. Warum? Ey, ich krieg's nicht hin, das ist doch kacke. Aber trotzdem, ich will nicht Game Over gehen. Das letzte Leben hier behalte ich, also das Nullleben sozusagen. Ich werde nicht Game Over gehen, das ist mein großes Ziel. Ich denke mal, schaffe ich auch, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, aber nein, Anstrengung ist doch nichts für mich. Ich sitze den ganzen Tag faul rum und mache Let's Plays und zocke nur. So wie er mich kennt, vermute ich mal, ne? Nein, so wie er denkt, dass ich mich verhalte, als ich jetzt lerne, natürlich nicht. Ich bin nicht faul. Ich habe nur eine Motivation dazu, zum Nichtstun, also... Echt mal. Also nicht, dass man immer gleich faul ist, aber... Und diesmal
Schießen wir uns bitte, bitte genau richtig dran. Ich werde jetzt einfach mal an die untere Kante da schießen von dem Teil. Und zwar genau so, hier dran. Bitte, bitte, bitte. Och nö. Toll, ich muss nochmal hoch, nochmal hoch. Aber das dürfte man diesmal schaffen, wenn wir nicht ganz blöd sind. Aber wir sind ja ganz blöd, also mal gucken. Ich will's nur schaffen, bitte, bitte, bitte. Bitte lasst es mich doch einmal schaffen. Ich will doch nur einmal was schaffen. Und los! Och nö, Manu. Ich muss mich doch noch ein Stück höher schießen, sonst klappt das glaube ich nicht. Und ich sehe schon, dass wir bestimmt Game Over gleich gehen. Also schon mal viel Spaß, mir beim Abkacken zuzusehen. Wenn wir jetzt wirklich gleich Game Over gehen, dann heule ich. Och man, warum? Warum ist die Banane krumm? Oh mein Gott, ich hol mir lieber erstmal ein paar Münzchen. Ich will nämlich nicht durch Power Game Over gehen, indem ich andauernd gegen die Wand klatsche, wenn dann will ich in Flug Game Over gehen, ja. Das hat wenigstens Stil. Also, aber ich hoffe, wir gehen überhaupt nicht Game Over. Es wäre ein schönes Ziel eigentlich. Aber ich glaube, da kann ich nichts versprechen, denn wir werden Game Over gehen. Definitiv. Ich glaube daran. Und jetzt bitte, bitte, bitte. Spring richtig dran, Mario. Bitte, bitte. Los. Ja, ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yay. Los, Stern, nehmen. Yeah, wir haben es geschafft. Wir freuen uns. Ich freue mich, ihr freut euch auch, hoffe ich. Yay! Jetzt bin ich erleichtert. Ja, endlich. Wir sind nicht Game Over gegangen. Du hast 8 Sterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Die Prinzessin hält sich dahinter auf. Das ist aber schön. Aber wir gehen nochmal in die Welt rein. Und finden die 8 roten Münzen. Na dann, auf geht's. Gut, dann suchen wir mal 8 rote Münzchen. Wo verstecken sie sich denn? Versteckt sich hier irgendwo eine rote Münze? Ich weiß nicht. Anscheinend ist hier keine rote Münze. Dann gucken wir mal nach oben. Ab nach oben, da hört man uns loben. Oder auch nicht. Und da haben wir ja schon unsere erste rote Münze. Und nein! Game over! Yay, wir haben unser Ziel erreicht. Damit ist das Let's Play vorbei. Nein, natürlich nicht. Wir starten es neu und hier haben wir 8 Sterne und yay, toll, wir dürfen neu anfangen. Aber naja, dann flitzen wir mal ganz schnell wieder rein ins Schloss und laufen nochmal in die zweite Welt hinein. In die Welt hinein. Naja, auf jeden Fall. Ja, genau nicht hier oben, sondern dort. Genau hier, bei Wumswuchtball. 3W, WWW, World Wide Web, ach nee, Wumswuchtball. Und diesmal finden wir hoffentlich die 8 roten Münzen. Auf geht's, na gut, dann... Da ist die erste rote Münze. Dann sammeln wir mal die zweite rote Münze irgendwo ein, keine Ahnung wo die ist. Auf jeden Fall finden wir sie hoffentlich soweit. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich anscheinend zu blöd zum rote Münzen sammeln. Aber wir werden es schon irgendwie finden oder wir werden sterben. Ja, also gut. Wir werden sterben, ja. So, das läuft ja mal wieder alles ganz super, aber wir lassen uns hier nicht treiben. Wir gehen einfach nochmal in die Welt rein. Irgendwann werden wir es ja wohl schaffen. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, erschlag mich oder so. Ihr müsst mich mittlerweile hassen, dass ich so verpeilt spiele. Also echt mal, ich hasse mich auch schon selbst dafür. Aber jetzt machen wir einfach mal ganz ruhig, wir machen einen noch ganz locker hier und dann wird das schon klappen.
Warte, da oben irgendwie nicht gewesen. Ich bin mir gerade auch nicht so sicher. Aber nee, da war keiner. Ich glaube, die war auf dem anderen Bus drauf. Nein! Oh gut, ich dachte, wir wären gerade an der falschen Stelle, aber nein, jetzt waren wir es nämlich. Nämlich, was laber ich? Ich laber nur Dümpfe, habe ich so das Gefühl. Was ja auch stimmt. Bitte, bitte. Och nö, meine Ohren. Nein, bitte. Mann, ich verkacke ja ständig. Auf jeden Fall haben wir jetzt die zweite rote Münze und natürlich holen wir auch gleich die dritte. Die dritte holen wir dann doch nicht. Doch, jetzt holen wir sie. Und die vierte. Und wir wecken die das Pflänzchen. Und, aua, was war das denn? Nein! Mann, verdammt. Shit. Toll. Alles deine Schuld, Mario. Na toll. Mach ich denn hier schon wieder für Dümpfe? Nur Dümpfe. Und aber auch nur Dümpfe. Naja. Wir latschen einfach nochmal hoch. Denn wir sind ja nicht ganz blöd. Nur ein bisschen. Also, ihr seid nicht blöd, ich bin blöd. Ja, ich bin schon sehr blöd. Ja. Das merkt man ja auch an. Ja, es ist sehr blöd. Ah, denn so unglaublich super wie ich spiele, da kann es nur sein, dass ich blöd bin. Ich weiß ja auch nicht. Naja. Gleich haben wir die fünfte rote Münze, glaube ich. Wenn wir jetzt nicht zu blöd sind und abstürzen, was ja bei mir sehr leicht passieren kann, aber nein. Wir haben es geschafft irgendwie, aber natürlich haben wir das Leben nicht bekommen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Naja. Auf jeden Fall. Klettern wir jetzt mal den Fahnenmast hoch. Ich weiß gar nicht, ob da oben was ist. Aber es kann sein. Naja. Wir gucken mal hoch. Ich glaube nicht, dass da was ist, aber vielleicht ja doch. Und natürlich klettern wir hoch und es ist rein gar nichts oben aus seinem Leben. Wow. Das hat sich ja gelohnt. Naja. Dann gucken wir mal weiter hoch und ja. Auf jeden Fall hoch hier und natürlich stürze ich ab und ich muss jetzt leider mal die Aufnahme beenden. Tschüssikowski, bye bye.